Haidet Erndal Shukur, Alter, was ist los? Er beleidigt alle Tschetschenen, er beleidigt seine Mutter, beleidigt seine Brüder, beleidigt jeden YouTuber und sagt dann, hey Mann, ich weiß nicht, was die von mir wollen. Das ist einfach Pilzegelaber, da, was er jetzt gerade macht. Er lügt einfach durchgehend. Er hat die Geschichte so gewendet und gedreht, wie er möchte. Er will halt versuchen, mit allen Mitteln sie jetzt irgendwie schlecht zu reden. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich zahle 1,2 Millionen Euro von diesem Haus, auf dem sie meinen Kopf gefickt hat auf diesem Weg. Zahle ich. Es fehlen nur 200k. Ich zahle jeden Monat so 30-40k. Ich krieg 30-40 von VI rein, 30-40 für das Haus. Finanzamt für 56 wieder dies, das. Immer wieder, Bro. Ich bin absolut am Ballen, weil sie immer mein Finanzamt. Kopf und ich mir denke, okay, wenn ich dieses Haus hole, kommt sie wahrscheinlich runter. Und das war zu spät, Bro. Wir hatten schon Kinder, ich habe 2 Tage. Kinder kamen sofort, Bro. Dann war zu spät. Ich dachte, okay, scheiße, ich kann sie jetzt nicht hier liegen lassen in der Schlamm. Doch, hätte ich tun müssen. Werde ich jetzt tun. Immer wieder. Mal wieder gerne und mache ich einfach mal draus. Okay, wird langes Video, aber das beendet das für mich ein für alle Male. Genau, es ist das letzte Video und das beendet das. Bis morgen halt, dann kommt wieder ein neues letztes Video. Wenn sie jetzt so in meine Richtung wieder pinkeln und so, werde ich die anscheißen. Aber auf so lustige Art und so, aber denk nicht, dass mich so kleine Nudeln gejuckt haben. Okay, ich spuck auf sie. Die haben sich diesen Plan 7 Jahre lang geschmiedet, weil ich einfach ein König bin, egal was ihr denkt. Ich finde seine Mutter, ich hätte diese 100 Mal geopfert für diese Kunst, die ich jetzt von ihnen übernommen habe. Man in the Mirror hat einfach so 1 Milliarde Klicks in 2 Wochen, Bro. Ich bin so... Ja, weiß ich nicht. Weedwatcher schreibt, der Typ kommt nicht drauf klar, betrogen worden zu sein von der Frau. Jeder weiß, dass es wirklich weh tut, das zu erfahren. Aber kommt halt nicht jeder mit dem Schmerz klar. Also, dass er betrogen wurde, ich bezweifle das sehr stark. Alles, was er selbst bis jetzt erzählt hat, alles, was er bis jetzt selber erzählt hat, selbst, ne? Sowieso, ich meine, die Sieb dementiert das, San Diego dementiert das. Aber er selbst hat schon so viel Ungereimtheiten erzählt, der wurde nicht betrogen. Die waren schon lange auseinander, dann hat die irgendwas Neues angefangen, wenn sie es überhaupt angefangen hat. So erstens das. Zweitens, natürlich tut das weh. Betrogen werden tut weh, auch nach ein paar Monaten zu hören, dass die Ex irgendwie jemanden hat, tut auch weh. Das habe ich auch alles schon gehabt. Jeder kennt das. Und dann auch Kinder haben, dann zu wissen, jemand Neues ist im Leben, ah, sagen die Papa zu dem nicht, dies, das, nein, das tut alles weh. Aber es gibt halt trotzdem für alles auch einen Umgang. Weißt du, es gibt einen Erwachsenenumgang und es gibt den egoistischen, ich auf alles, ich scheiße auf, nach mir die Sintflut-Umgang. Und das ist das Problem hier. Dieses Fremdgehen-Ding erzählt der nur, damit der halt die letzten Talons zu ihm halten. Damit irgendwelche Talons zu ihm halten, so. Hey, Ehrenmann, aber trotzdem, du guckst auch Anime, ich auch, Ehrenmann. So gefährlich, dass er mich... Wer hat ihn mit diesem Anime infiziert? Das ist wirklich das Krankeste, diese ganze Anime. Er identifiziert sich der mehr damit als mit der Realität, leider. Töten wollte. Ich bin Andrew Tates Vater. Ich habe 12.000 Fanseiten, die selber 2.000 Abonnente Minimum haben. Ich mache am Tag 200.000 Abonnente. Jeden Tag. Egal, wie oft er mich löscht. Und das ist geil. Wenigstens YouTube auch läuft. Und ich bin jetzt ein neuer Charakter, der sich formt. Geht mir nicht am Sack. Und ihr klammert euch die ganze Zeit an meine Vergangenheit und wollt irgendwas in meinem Sack. Geht mir nicht am Sack. Ich bitte dich. Ein allerletztes Mal. Und ich will dir körperlich nicht wehtun. Aber ich bin ein Psychopath. Lass mich bitte in Ruhe. Versuch mich nicht in Knast zu stecken, nur weil es bei mir läuft. Was willst du von mir? Wenn ich in Knast gehe, hat dein Sohn doch keinen Vater. Und du hast doch noch weniger Geld. Was ist deine Mission? Wieso beschützt du diesen Juden mit deinem Leben? Und was will dieser Jude von meinem Sack? Bist du schwul? Bist du mein Schwutschen, du kleiner Schwutschen? Du willst mir erzählen, dass ich stand bin? Ich habe Deutschland seine Mutter gegeben, du Ich werde dich in deine Gebärmutter zurückführen, wenn du nicht aufhörst. Hast du mich verstanden, du kleine Hey, Bro. Ist so seltsam, Alter. Oh, Mann. Kennst du, so fühle ich mich auch, wie der gerade geflucht hat, fühle ich mich nach so einem, wenn du Die Hard guckst und so und danach in ein Badezimmer gehst, dich rasierst, da guckst du im Spiegel immer zu. Dann, Schatz, Essen. Ja, ich komm. Pass auf, du. Ich komme, mein Schatz. Soll ich was trinken mitbringen? Kennst du so? Das ist so, wenn man so einen Kung-Fu-Film geguckt hat, von einer Couch auf die andere jumpt. So macht er hier gerade.
Und das sage ich nicht, weil du ein Jude bist. Ich sage das, weil du ein Mr. Boy bist, der verheiratete Frauen geklärt hat, obwohl er selber verheiratet ist und deine Mutter psychisch krank ist und auf meine Kinder aufpasst. Was seid ihr für... Haidet, Andal, Schukur, Alter, was ist los? Und ihr wollt öffentlich noch was dribbeln, Bruder? Wir sind Soldaten dieses Universums, Bro. Das ist für uns ein heiliger Krieg. Nicht psychisch, ich meine nicht für... Er ist so ein Junkie, Alter. Wir sind Soldaten des Universums. Es ist ein heiliger Krieg. Einmal zu viel Star Wars geguckt. Einmal zu viel Dune geguckt. Der redet so viel von Ehre und Blut und Stolz und das vermischt mit Rassenlehre und Rassismus und das. Aber alles, was der macht, hat nichts mit Ehre zu tun. Überhaupt nichts. Physisch. Allein in diesem Video hat er öfter seine eigene Mutter beleidigt als jeden anderen. Psychisch. Es geht nur so ohne Waffen, Bro. Aber schick mir nicht deine Araber, Bro. Schick mir auch nicht deine Polizei, ich habe dir nichts getan. Du mit deinem Ex, mit meinem Geld seit keine Ahnung wie lang. Und jetzt lesen wir die Chats weiter. Das war am Donnerstag, 30. März. Bruder, wieso am Donnerstag, am 30. März 2023 um 15.48 Uhr? Meine Mutter. Was habe ich deiner... Vielleicht hätte ich es ihr tun sollen. Und das ist die Erkenntnis, auf die ich komme in Griechenland als Zeus. Jetzt musst du mal gucken. Das 30. März 23. Also ich gehe davon aus, dass dieser Chatverlauf vorher auch dieses "Ich will nichts mehr von dir und ich kann mit dir nicht zusammenleben" auch alles in diesem 30. März Rahmen ist, oder? Also das ist... Wir haben mittlerweile... Juli, das ist anderthalb Jahre, ein Jahr und zwei, drei Monate her. Psychmo. Sie tun sollen. Fast, ja, fast anderthalb Jahre so fast. Und das ist die Erkenntnis, auf die ich komme in Griechenland als Zeus um 3 Uhr nachts. Das ist schon ziemlich romantisch. Boah, weißt du, was krass wäre, wenn du jetzt meinen Hut holst. Und meine Kunstfigur war Mäus. Dann hat eine Frau versucht umzubringen mit meinem besten Freund. Und das ist halt das, was du siehst. Und daraus wird diese Zahl, die das auch bedeutet. Und das S steht für Seifullah, weil er wie meine Faust und so mein Sohn und der so mache verletzt ist. Deswegen ist da drauf der Auge, weil ich immer an ihn denke. Deswegen dieser Arm mich zu... Weißt du, was krass wäre, wenn du jetzt meinen Hut holst? Die Arme, Alter, ey, wer ist da mit ihm? Vor allem treibt, habe ich hier diesen S. Und das bin ich auf diesem Kanal, egal wer ich war. Egal was ich mache, es macht halt Klicks. So sehr, dass irgendein und irgendwas über mich erzählen muss. Dass ich irgendwie nie da war oder so. Aber ich zeige euch gleich, wie diese... Obwohl wir verheiratet sind, ich alles dafür tue, dass wir dieses Haus haben. Bruder, wunderschöne Familie, Kinder lieben sich. Ich liebe Kinder. Bruder, ich sterbe für diese Kinder. Ich habe diesen Lifestyle, der ich bin, diesen... einfach abgelegt, obwohl ich damit in Ultra-Instinkt alles weggrippe. Ich dachte, okay, ich lasse die anderen bauen. Ganz ehrlich, ich lasse die anderen bauen. Ich muss doch einfacher Familiendrippler sein. Ich kann auch so bauen. Scheiß auf Michael Jackson, Mann, Alter. Ich dachte, ich muss der Nächste sein, so mit Hut wie Ruffy und One Piece und so. Und dann diese Moves und Man in the Mirror, ich bin dein Spiegel. Wenn du mich anschaust, schaue ich dich an. Ich gebe dir meine Plattform, meine Reichweite, Hälfte von meinem Geldes. Gebe ich meine Community keinen Hut, der jetzt irgendwie erzählen will, dass ich sie geschlagen habe. Alhamdulillah, dass ich dich nur geschlagen habe. Und meinen Hass spürt so viel. Und so viel Nation sieht das. Und diese Definition hier auf dieser Brust, Bro. Wow. Ey, ist so psycho, Alter. Also auch wieder hier Mini. Mal, aber ja, es ist ganz wenig, also ganz kurz so von Seite. Aber auch hier wieder Bestätigung, dass er das wirklich gemacht hat, auch für die ganzen Ehrenmann auf TikTok, Leute. Wow! Und ihr beiden Nutten könnt nicht einmal vor die Kamera kommen. Tja. Bruder, lass mich in Ruhe, ich bleib mit Fettbauch. Das ist der
Film. Die Industrie ist so am Sack, die denkt nicht an diese Nutzen, an diese zwei Kinder, sie wollen meine Kinder. Ich habe über 13 Monate meine Kinder nicht gesehen, weil diese ist. Checkt ihr den Film? Auch hier wieder, er sagt, dass er seit 13 Monaten nicht seine Kinder gesehen hat. Das würde übrigens passen zu dem Screenshot, der erst März letzten Jahres ist. Das wiederum heißt, dass sie mindestens seit 13 Monaten komplett raus ist. So, wenn sie in dieser Zeit mit jemand anderem angefangen hat, dann ist es halt am Ende des Tages, auch wenn es nicht schön ist, ist es nicht Fremdgehen. Schon gar nicht Fremdgehen. Aber der Adam schreibt, das stimmt aber nicht. Okay, was? Ach, okay, ja, du hast recht. Ich habe vergessen, dass sie die Kinder aber ein paar Mal gebracht hat und so, ne? Stimmt. Wir haben ja im Chat gesehen, dass er die Kinder. Ich glaube, seit 13 Monaten sind die, wenn überhaupt, getrennt. Ja, ja. Zu den Zeiten, wo er mit Magomed war, hat er die Kinder auch gesehen. Der hat die öfter abgeholt und sie hat die auch mal gebracht. Diesen Chatverlauf haben wir ja gesehen. Nee, aber die sind getrennt wahrscheinlich seit 13 Monaten. Und weil ich trotzdem glücklich bin und sage, ja, okay, dann leb so, versucht sie mich öffentlich mit einem Juden zu diffamieren, löscht. Es heißt diffamieren. Fast 8 Millionen Subs von mir auf jeder Plattform. 18 Millionen. Form. Hetzt die auf mich und will einfach, dass ich sterbe, Bro. Ich wäre nicht, wenn dieser Nur greift und sagt, bisschen Wahrheit. Aber jetzt sage ich euch die ganze Wahrheit, okay? Ich möchte, dass ich bei ihr so ein paar Stufen weiterkomme. Dass ich irgendwie 20 Stufen weiterkomme, Bro. Weil ich sterbe langsam, Bro, Alter. Weißt du, ich meine? Also, greif die Chance. Ich so, ja, geh eh morgen. Sag Anis, ich küsse ihr Herz und ich hoffe, alle werden glücklich. Ich so, hä? Hä? Wieso schreibt er mir das hier? Und ich schreibe, ja, geh eh morgen. Und dann sage ich, depend schon. Einer, geh mir nicht an. Hast du über sie Hadid an? Weißt du nicht, dass ich Tschetschener bin? Also wenn ihm das so sehr abfuckt, warum schreibt er ihm nicht direkt immer, wie du küsst meine Frau oder was weiß ich. Wobei ich küsse ihr Herz, ist ja nicht dingsmäßig gemeint. Jetzt im Nachhinein ist er ganz schön hart, aber da hat es ihm nichts ausgemacht. So auf den schreibe ich die Band schon. Und das war am 10. Mai. Okay? Dankeschön. Aber kurz, stopp. Was? Da war noch ein Mann und noch eine Frau, die meinten so, Pass von anderer Person und so weiter. Hm. Ich habe gesagt, er hat Foto gesagt, das war alles gut. Na, dann haben die so im Computer irgendwas geguckt. Da hat sie irgendwas gesagt. Da habe ich gesagt, ich kann nicht so gut Englisch. Na. Hm. Dann meint sie ja irgendwas. Dann, oh, okay. Kannst du. Dann komisch wieder, ne? Verängstigt sahen sie aus, genau. Ne? Siehst du, wie oft wurden aus Hotels rausgeworfen? Jedes Mal, nach jedem Tag. Und wir zahlen 600 Euro pro Tag. 600 Euro. Tschüss. Ich weiß auch nicht, ob ich das glauben kann. Und die ganze Welt jagt uns, jeder Polizist jagt uns, Bruder. Und ich habe Angst, dass ihr was passiert, deshalb schicke ich sie morgen nach Hause. Weil ich nicht weiß, ob die mich einfach töten wollen. Ich verstehe nicht. Was das hier alles soll. Er manipuliert sie. Guck mal, wir sind nur noch wir beide. Sag euch ehrlich, Bro, nehme ich überhaupt auf? Boah, gut. Zum Glück war ich am Aufnehmen. Bruder, Schock. Ich schwör bei Gott. Okay, wir lesen jetzt weiter. Aber Bruder, wir wurden auch, Bruder, das ist Interpol. Interpol jagt mich. Bruder, was ist das? Das hat so Belasch-Vibes. Wir haben total die. Du und ich sind wie Bonnie und Clyde, Schatz, guck mal. Kannst du mir eine Zigarette anzünden, bitte? Kannst du meinen Hut holen? Kannst du mir die Kippe anzünden? Meinst du, die schmeißen es jetzt wieder raus? Depend schon, sag ich Abi. Und sag ihr, niemand von uns nimmt ihr das Übel, egal morgen. Ich erkläre euch, was er damit meint. War auch am 10. Mai 2023. Simultan schreibe ich Anis. Hab damals schon gescreenshottet, weil ich dachte, Oh, ich glaube, sie ist nach Hause. Ja, ja, er ist natürlich total verballert. Er beleidigt alle Tschetschenen, er beleidigt Magomed und viele Tschetschenen, beleidigt sein Land, beleidigt seine Mutter, beleidigt seine Brüder, beleidigt jeden YouTuber, beleidigt jeden Salah, alle auf Übelste und sagt dann, hey Mann, ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Vielleicht wollen die mich hier. Ich schicke sie nach Hause.
Die sind hinter mir her. Herr Rothschild, Illuminaten sind hinter mir her. Offensichtlich nicht. Hoffentlich ich ein Zeig. Was? Schlechtes Gefühl? Ja, der kommt wieder. Wer ist das? Sie meint, ich habe... Also diese Shamsi ist ja seine Freundin, ne, seine Ex, ne, das ist die Anis. Sie schreibt ihm, Wallah, du bist das Letzte auf dem Planeten. Delda, dir gehört ins Gesicht gespuckt. Also wenn deine Frau dir das sagt. Ich habe dir gesagt, Montag kläre ich Hochzeit. Heute ist Montag, ich habe es geklärt. Du hast mir das Problem verschafft mit der Halle, mit 1000 Versprechen, ruinierst es fast und kurz davor willst du noch Handkuss? Die gehört einfach ins Gesicht gespuckt, du Dreckwaller, steck dein Geld sonst wohin. Also das hört sich halt so an, ich kann nur mutmaßen, es hört sich jetzt so an, als ob er wie immer notorischer Lügner 1000 Sachen gesagt hat, nicht eingehalten hat, die Leute alle hängen lassen hat. Man hat sich auf ihn verlassen, der hat die Leute zum, und das sieht ja nicht aus, als wäre es das erste Mal, dass er Leuten falsche Versprechen gibt. Und ich glaube auch, das ist auch der Grund, warum er mit allen Leuten bricht, die letzten Jahre immer, weil er einfach viel zu viele falsche Versprechen gibt und die nicht halten kann. Weil er sich da in einem Moment so groß machen will und dann irgendwas verspricht, weil er da so die Credits haben will, die Likes abholen will, es aber nicht machen kann. Boah, Junge, stell dir das vor. Ja. Das Problem verschafft mit der Hochzeitshalle. Mit 1000 Versprechen ruiniert es fast alles und kurz davor willst du noch Handguss. Also weil ich geschafft habe, 60.000 Euro Hochzeit für sie zu bezahlen. Dann schreibt sie mir, dir gehört ins Gesicht gespuckt. Du Dreckwaller, steck dein Geld sonst wohin. So schreibt sie. Und das war am 15. Mai 2023. Wisst ihr, ich meine, das ist das Ding. Also wenn mir meine Frau oder feste Freundin mir schreibt, die wird ins Gesicht gespuckt, dann ist eigentlich egal, es ist vorbei dann. Also es ist vorbei, dann wird nur noch, dann ist es vorbei, die Beziehung ist durch. Es sei denn, sie hat mich gerade erwischt, wie ich ihre Freundin Doggy nehme und dann schreibt die mir das, dann renne ich natürlich hinterher. Es war nicht, sah nur so aus und so Filme. Aber bei jeder normalen Geschichte, es ist vorbei, Bruder. Weil ich will ja auch kein Mensch, der mich auf, also wer mich so beleidigt, also die Frau, die ich mag, liebe, das sagt, oder selbst bei einem Freund wäre vorbei. Es ist vorbei, keiner redet mit mir so, weil ich würde auch nicht mit ihr oder einem Freund, Digga, war, also, weiß ich, ey, also, auf was für ein Level ist man angekommen? Die haben keinen Respekt mehr in der Beziehung gehabt die ganze Zeit. Ich meine, ja, aber ich habe doch gesagt, ich kläre. Guck mal, heute, ich habe geklärt. Ja, du willst doch Respekt, du hast uns versprochen. Blablabla. Keine Ahnung. Alter. Sie an Rezeption? Ja. Im Mai 23, also so einen Monat nach März. Was wollen die von uns, Mann? Wallah, ich will nur meine Ruhe, Leute. Die wollen mich einfach nur umbringen. Aber siehst du, das ist der Typ. Sorry, I will come now in like 10 minutes. I'm just doing a movie. When I'm done, so 10 minutes, I come. I'm this guy with passport, okay? Thank you. Welcome. Am nächsten Tag schreibt sie mir dann. I make a movie about Hollywood, about my ex. Ich habe Flugtickets gekauft, ich bin morgen weg, jetzt kannst du weiter für dich lachen. I make kurz Star Wars. I make Disney Movies zum Hund. I make diese Hunde. Das ist kein Movie, Bruder. Das ist ein Schmovie. Also, ich habe dir doch gesagt, ich kläre das hatten wir schon. Ich sag, du bist Wallah echt dumm und ich verstehe. Ja, sie sagt ganz unten jetzt noch, ich suche einen anderen Saal. Es kommt mir so rüber, als hätte er da 1000 Sachen versprochen. Ich mache Hochzeit, Wallah, ich bezahle, ich mache das. Die haben sich darauf verlassen. Ja. Wenn nicht, was dein Problem ist. Es ist am 15. bis 25.
Sie schreibt, ich habe Flugtickets gekauft, ich bin morgen weg. Jetzt kannst du weiter für dich lachen. Er schreibt, du bist Walla echt dumm und ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Es ist 15. bis 25. musste man das zahlen. Ich habe mir Mühe gegeben, du sagst, du spuckst mir in mein Gesicht. Ich versuche einfach nichts zu sagen und lache, um nichts Falsches zu sagen. Als Reaktion gibst du Geld aus, was wir nicht haben. Musste man diese Halle zahlen in Hochzeit. Ich habe mir Mühe gegeben. Du sagst, du spuckst mir in mein Gesicht. Ich versuche einfach nichts zu sagen und lache, um nichts Falsches zu sagen. Als Reaktion gibst du Geld aus, was wir nicht haben. Also du verpisst dich jetzt, nachdem ich gezahlt habe. Chillst nicht mit mir, nachdem ich meine Mutter gekriegt habe, damit du 60.000 Euro für deinen Bruder das, was wir zahlen kannst. Du hast die Tickets gekauft, nimmst die Kinder weg und Sohn von seiner Ausbildung. Wieso tue ich das überhaupt? Und denkst, du machst irgendwas richtig. In der Zeit, wo dein Bruder heiratet. Ich weiß nicht, wieso. So. Okay. Nimmst Kinder weg und Sohn von seiner Ausbildung, ich meine Kindergarten. Also er meint Kindergarten, ja. Aber Walla, ich gebe mir Mühe, mach was du willst, ich will eh nur sterben. Ich will nur sterben. So ein bisschen melodramatisch. Ich habe wie dein Sklave alles gegeben und wollte dich einmal lächeln sehen, weil es klappt. Du sagst, steck es in deine Hand. Du denkst, du machst irgendwas richtig in der Zeit, wo dein Bruder... Wer wollte Handkuss von dir? Wer will Handkuss von dir? Du redest von irgendwelchen Pascals und allem. Ich wollte dir einfach nur sagen, also Pascal ist ein alter Mitarbeiter, der auch Statement gemacht hat. Und allem, ich wollte dir einfach nur sagen, ich habe es geschafft, was ich versprach. Wallah, ich check nicht, wieso du da jetzt gerade tust. Ich weiß nicht, wieso du... Also sie ist einen ganzen Monat nach Wien verschwunden, um auch... Ich weiß nicht, wieso du so viel Hass hast, aber Wallah. Puh, also es ist natürlich für uns super schwer, jetzt hier zu checken. Wir wissen nicht, was jetzt danach, kurz vorher, dies, das, was sie abgemacht hatten, was war die Hochzeit, aber was man auf jeden Fall ganz klar sehen kann, ist, diese Beziehung hat gar keinen Sinn mehr. Also zumindest nicht ohne Paartherapie. Also zu der Zeit, ne, jetzt mal abgesehen von der häuslichen Gewalt, die das ja sowieso alles dann kaputt gemacht hat und so weiter und so weiter. Aber es ist gar kein Respekt, wie die Art und Weise, wie man hier miteinander redet, ist schon wirklich over the top. Ich gebe mir Mühe, mach was du willst, ich will eh nur sterben, ich bin wie dein Sklave. Alles gegeben und wollte dich einmal lächeln sehen, weil es klappt. Du sagst, steck es in deinen Arsch. Wert wollte Handkuss von dir, du redest von irgendwelchen Pascals und allen. Ich wollte dir einfach nur sagen, ich habe es geschafft, was ich versprach. Ich check nicht, wieso du das gerade tust. Ja, Kip, wie heißt du, Mikab schreibt, sie hat in ihrem Statement ja aber auch gesagt, dass sie ihn nur noch gehasst hat am Ende und nur noch ihn auch beleidigt hat und so. Was müsste ja diese Phase sein? Böse Kalbs Handtuch schreibt. Ehrlich gesagt ist die Reaktion von Anis aber auch echt total unangemessen. Ich meine, egal was man von Moises hält und so, nach der Trennung zahlt er noch die Hochzeit des Bruders. Und bla bla bla, dies, das. Ja, wie gesagt, ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Kann aber auch sein, es ist schwer zu sagen, ne? Es kann aber auch sein, dass er halt Versprechungen gemacht hat, die er auch gerne halten wollte. Kann auch sein, dass er auch mit diesen, ich zahle die Hochzeit und ich zahle dein Auto, sie halt auch nur zurückerobern wollte. Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Die werden am Ende eine toxische Beziehung gehabt haben. Am Ende wird sich wahrscheinlich nur noch gegenseitig gehasst, Vorwürfe und fertig gemacht worden sein. Fertigmacherei. Daher eigentlich das Gesündeste, sich vernünftig zu trennen. Ich sehe da denn nichts verkehrt. Ja, es ist die Korrespondenz einer hässlichen Trennung, ja, 100 Pro. Ja, Peter schreibt, es ist auch emotionale Erpressung hier im Spiel, dieses ich mache alles, ich zahle alles, ich zahle dein Auto. Keine Ahnung, kann auch einfach sein, dass, kann beides sein. Kann sein, dass es respektlos von ihr ist, so mäßig, obwohl er zahlt, redest du so noch. Kann aber auch sein, dass er schon tausendmal Sachen versprochen hat, alle drunter gelitten haben, jetzt schon wieder fast die Hochzeit verkackt hat. Er die ganze Zeit nur anbietet zu zahlen, sie die ganze Zeit sagt, lass mich in Ruhe, ich will das nicht, keine Ahnung. Beides schwer für uns, hätte ich zu sagen. Das ist der Typ, den habe ich das dann erzählt, mit dem ich das geklärt hatte. Er hat mir dann geschrieben, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Dankeschön, Bruder.
Dann habe ich hier geschrieben, ich habe in den letzten zwei Wochen nichts angefasst, wovon ich gesagt habe, ich vermisse es auch nicht. Aber in den letzten zwei Wochen habe ich nichts angefasst, wovon ich gesagt habe, ich vermisse es auch. Ich werde es auch nie wieder vermissen. Ich meine, dass ich mit dir nicht mehr schlafe. Das war die Zeit, wo wir angefasst haben. Mir geht am meisten auf den Sack, dass er immer wie ein Roman redet. Also so ein Groschenroman. Deine Sprache ist einfach so eine Kalendersprache. Ich habe in den letzten Wochen nichts angefasst, wovon ich gesagt habe, dass ich es auch nicht vermissen würde. Eine Doppelverneinung. Jetzt muss ich darüber nachdenken. Was meint der überhaupt? Ich werde es auch niemals mehr vermissen, wenn ein Baum zum Beispiel. Bruder, sag einmal was. Mein Gott, immer diese Lahluli-Sprache. Ja, Mono schreibt, man sollte nicht vergessen, dass er sie mehrfach fast hat und auch fast umgebracht hat. Verständlich, dass sie so einen großen Hass entwickelt. Ja, das ist natürlich der Kern der Sache. Wir haben nicht mehr miteinander zu schlafen, dieses ganze Jahr bis Dezember. Weil ich mein Leben, ich stehe wieder wie so ein Huhn und da, der lügt und beleidigt. Ich krieg mein Leben. Meine Seele diese Woche gefickt habe, alles zu tun. Ich stehe wieder wie so ein Huhn, der da lügt und beleidigt werden kann, obwohl ich meine Seele diese Woche gefickt habe, alles zu tun, was ich kann. Das ist so lächerlich, ich schwöre auf Koran und ich weiß auch nicht, wie es für dich aussieht, als wäre ich ein Hurensohn liegen, als ob du mir glaubst, dass nichts von mir ist und ich rauche 99% davon David auf Gold. Also sie meint, ich bin ein Junkie, weil ich Gras rauche und meint, deswegen will sie mich jetzt verlassen. Und ich meine, Digga, ich zahle deine Hochzeit, damit du ein bisschen mehr bei mir bleibst und du reagierst. Ja, also dann, er sagt ja, ich zahle Hochzeit, damit du bei mir bleibst. Sagt er gerade selber. Wir haben hier nochmal den Ausschnitt, den sie gepostet hatte. Vorladung als Betroffene, häusliche Gewalt. Am Montag, den 30.05.22 übrigens. Also ein Jahr noch zuvor. Das ist von heute 2,5 Jahre her. Und das ist, oder nee, 2 Jahre und 2 Monate. Und zu dieser Sache, die er da gerade vorliest, ist es ein Jahr. Das hier, also dieses häusliche Gewalt, Körperverletzung, ist ein Jahr noch, bevor das, was er gerade erzählt. Also 10. Mai 22. Daniel, ja, 10. Mai, aber 2022. Das heißt, auch das ist vorher passiert. Das bedeutet wieder, ja, es ist wahrscheinlich eher so, dass er die Sachen zahlt, wie er auch die Taschen bezahlt hat, um sie zu besänftigen, mäßig. So, okay. Versteht ihr? Klar, ne? Also, guck mal, Schatz, ja, tut mir leid, ich bin ausgerastet, dies, das. Aber guck mal, ich habe jetzt auch schon eh überlegt, ich wollte dir was Gutes tun. Sag, ich bezahle die Hochzeit von deinem Bruder. Guck mal und so. Keine Ahnung. Cardanio schreibt, aber woher weiß man jetzt, dass das echt ist? Brudi, Alter. Ich glaube, wenn das Dokument nicht echt wäre, wäre das das Erste, was er angegriffen hätte. Das wurde nie bezweifelt von gar keiner Seite. Ich glaube, selbst Maestro war an dem Tag da und hat sie weggebracht, wenn ich das richtig verstehe. Genau, diese Bezahlungen, Hochzeitzahlen, Auto, damit sie ruhig bleibt, damit sie nicht geht. Und er wollte wahrscheinlich vor deren Familie machen, einen auf den Spinnen Baba guckt von Seite. Ey, ich weiß das nicht, Daniel, dieses Cover, heißt sie vielleicht einfach Anis Cover und hat durch die Hochzeit, heißt sie jetzt Anis Zeus, keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, warum die Cover nennen, ob die mit Nachnamen so heißt, ob das ihr Spitzname ist. I don't know. Hey, geblockt, das macht mich so traurig und wieder den ganzen Tag. Also ich habe eine geblockte Person geschrieben. Dann hatte ich ihr geschrieben, ich lache. Spiele überall mit und bringe, was ich kann. Jeden Tag, spiele überall mit, bringe, was ich kann nach Hause, bis zum letzten Cent, aber ich bin irgendwie so, die Leiche ist okay, aber auf die man noch dazu spuckt, wozu? Also wieso produzierst du das alles? Das macht dich nur klein. Du bist eigentlich eine Königin, du hast sowas. Du bist ja eigentlich eine Königin, du hast sowas nicht so lang nötig. Gute Nacht, Anis. Und auf all das antwortest du nur, gute Nacht. Da waren wir verheiratet, ganz normal miteinander. Ja, also ja, das, wenn man das so sieht, könnte das so aussehen, boah, ich sag voll die Zickige, guck mal, ich mach alles und so. Schlaf gut. Aber wenn man halt weiß, dass er die ein Jahr vorher kaputt gegangen hat und man ja davon ausgehen kann, dass es nicht das einzige Mal war, die Nachbarn haben nur in dieser Stelle Bullen gerufen. Und wenn man sich anguckt, was der Cracky hier noch alles gelogen hat, vergisst halt auch nicht, dass er die ganze Zeit durchgehend lügt. Durchgehend. Auch hier auf Crack-Basis. Dann
Keine Ahnung. Bonnie fragt, wenn du durch eine Unterführung läufst und dieser Typ da mit Strohhut guckt dich dann an, wie der, würdest du ihm 1 Euro geben? Ich würde die Feuerwehr rufen. Ganz normal. Ganz normale Grip. Margin Vegeta fragt, wieso lässt sie sich dann aber die Hochzeit bezahlen, wenn sie nichts zu tun haben will mit ihr oder mit ihm, meinst du? Das ist ja ganz easy. Also denk mal darüber nach. Ich habe das jetzt schon 1000 Mal durch. Vor allem wissen wir nicht, ob sie es will, wollte, gefragt hat, sondern das passiert, wissen wir nur. Ja, ganz genau. Dena schreibt, er hat sie 22 gesagt, es war wegen San Diego, macht dann aber ein Feature mit ihm, was ja nachher kam. Danach kam das ja. Also es passt vorne und hinten nicht. Er lügt einfach durchgehend. Er hat die Geschichte so gewendet und gedreht, wie er möchte. Und seine Talahorn-Fans, die sind natürlich nicht in der Lage, das irgendwie zu hinterfragen. Er hatte auch nicht, keine Sorge. Da war sie wieder bei Eltern oder in Gütersloh oder kurz in Wien, weil ihr Bruder heiratet. Also sie hat in letzter Zeit so ein Fetisch entwickelt, immer für 1-2 Wochen wegzugehen, jeden Monat. Die letzten 12 Monate. Deswegen musste ich hier um diese Uhrzeit schreiben. Ja. Das letzten 12 Monate. Das ist jetzt im 15. Juni 23, ist genau ein Jahr und ein Monat nach dem Polizeibericht. Deswegen musste ich hier um diese Uhrzeit schreiben. Ja. Das ist das erste Mal, wo sie mir, bevor ich wieder Sunny kontaktiert habe, gesagt hat, jetzt wird mir schlecht. Da fand ich es jetzt raus, was sie mit mir versucht haben zu machen. Sie sagt, Sunny hat gerade denselben Style wie du auf Bilder aus dem... Selbe Style wie du, merkt man, haha, dass er sich aneignet. Ja, wen stand da oben, Sunny? Nee, ne? Sie sagt, Sunny hat gerade denselben Style wie du auf Bilder aus dem Nichts. Merkt man, dass er sich aneignet. Das war die Zeit, wo es bei mir lief. Sie meinte, hey, Sunny kopiert dich gerade auf den. Ha, der Arme. Ich setze jedes Mal neue Trends, AMK. Wie wahr? Er ist auch ein guter Freund. Und weil ich das weird fand, schreibe ich, haha, der Arme, ich setze jedes Mal neue Trends am Anachol. Ich frage mich eigentlich, wieso schickt sie mir San Diego und sagt, er sieht aus wie ich, dumme. Und jetzt heute weiß ich. Digga, das ist so Psychotalk, Alter, ich schwör bei Gott. Die kannten sich schon früher und haben schon früher miteinander. Dann schreibt sie mir, Viva. Er ist auch ein guter Freund. Er und Sunny pflege deine Freundschaft. Er und Sunny, pflege deine Freundschaften. Also mit er, ich mache mich mal zur Seite. Also mit er ist ja dann oben doch noch jemand anderer gemeint mit Style, oder? Und vor allem sie sagt, pflege deine Freundschaften. Achso, wahrscheinlich Shiano gemeint. Ja, ja, ja. Das Interessante ist, dass er ja selber gesagt hat, dieser Shiano hat sich immer mehr an mich angepasst, wollte dann auch trainieren, hat so sich gekleidet wie ich und bla. Und ja, das glaube ich auch. Also das ist auch nicht wild, wenn man jemanden toll findet, dann hat man Bock, ja, Jacke wie der zu kaufen, so eine coole Schuhe zu kaufen. Der ist halt nun mal so, man beeinflusst sich ja. Aber sie sagt, er ist ein guter Freund. Er und Sunny, pflege deine Freundschaften. Ja, das sieht natürlich voll so aus, als ob sie jetzt mit dem Sunny amsen will. Also die Wahrheit ist wahrscheinlich, der hat einfach Pilze genommen und seitdem sieht er nur noch Geister. Freundschaften. Vergiss die nicht, wenn es wieder anfängt, für dich gut zu laufen. In dieser ekelhaften Zeit haben die zu dir gestanden und dich verteidigt. Also, die ekelhafte Zeit, die kam wegen Maestro, der kam wegen San Diego, der gesagt hat, lass uns das machen, weil er gesagt hat, lass uns BBM zusammen machen. Und jetzt sagt mir diese Frau, die auch mit Maestro und San Diego zusammen ist, so auf den in dieser Plänerei. Vergiss nicht, wenn es wieder anfängt für dich gut zu laufen. In dieser ekelhaften Zeit haben die zu dir gestanden und dich verteidigt. Also weil in Maestro Beef San Diego mir geholfen hat, das aufzunehmen in sein Studio. Das meint sie. Und jetzt meint meine eigene Frau seinen Sack. Und ich denke mir, wieso schreibst du mir, dass du kleinen ich will dich eigentlich nicht, aber ich werde es nicht tun. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Du? Das ist einfach Pilzegelaber, was er jetzt gerade macht. Ja, nicht normale Menschen.
er interpretiert in einem Komma ein Dreier. Das ist das Problem. Er hat die Nachricht komplett verdreht. Also. Hä? Wo sind wir? Deswegen habe ich es geschrieben, aus der Tür. Und weil es mir cringe war, schreibe ich, weiß ja, ich liebe die Place. Aber da war mir sehr. Wie würdest du dich als Mann fühlen, Bro? Hast du gesehen, ich wollte gerade diese Hotelleute verhaften, nur weil ich einfach von dieser Note wegkommen will. Und mich ihr Jude, der sie knallt, wo sie gesagt hat, ist das, der töten will, mit 12.000 Arabern und Polizisten. Hadid Andal Hakuch San Diego, kleiner Notensohn. Und diese ganzen Tschetschener, die sagen, die Tschetschener sind euch auch. Ihr beschützt genau solche. Und das war am Freitag, 16. Juni 2023, als sie mir das geschrieben hat. 2 Wochen nach meinem Geburtstag. Und zu dieser Zeit hat er gesagt, er hätte sie gefickt. Das sind wie viel? 1 Jahr. Da hat sie mir gesagt, pfleg deine Freundschaft mit San Diego. Und egal, was sie getan hat oder nicht, sitzt sie mit ihm im Auto und erzählt jetzt irgendeine Scheiße über meine Mutter und mein Kind, was ich vor Pädophilen bis in Angie retten wollte. Hadid Ern von euch. Das ist so zusammenhangslos. Das hat mit Synergy zu tun. Ja, der ist einfach so zusammenhanglos. Einfach noch einen Storystrang aufmachen. Jetzt sitzt sie im Auto und redet schlecht über meine Mutter. Hadid End. Und jetzt wollte mich deswegen Hadid End, alles nur, was bei mir läuft. Hadid End. Nimmt jeden Cent, mein Passport, meine Karten, meine Kreditkarten, jeden meiner Accounts. Ich habe nichts wegen euch, weil ihr mich manipuliert die ganze Zeit und jetzt so darstellen wollt, wer obwohl ihr seid. Hadid End. Frankfurter Bub schreibt, ich freue mich schon auf den Tag, wo er sich hinsetzen muss und ein Entschuldigungsvideo aufnehmen muss. Ja, das wird auf jeden Fall, also in diese Richtung wird es gehen, schätze ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit einem Entschuldigungsvideo getan ist, weil da ziemlich viele Leute ziemlich hart beleidigt. Hadid End. Ich war in einem Livestream mit dieser einen Streamerin, die immer mit Maskil ist. 3 Minuten lang. Ich habe nichts gesagt, ich habe nur unsere Wohnung gezeigt. Unsere drippige. Ich habe nichts getan, außer unsere drippige Wohnung zu zeigen. Versteht ihr? Und vielleicht gibt es diesen Stream sogar irgendwo, wenn ich mit ihr streame. Vanille irgendwas oder so. Sie schickt mir das, währenddem ich streame und wir im selben Haus sind und sagt, voila, damit hast du komplett reingeschissen, dass du mit dieser live gegangen bist. Also, sie schickt mir das, währenddem ich streame und wir im selben Haus sind und sagt, voila, damit hast du komplett reingeschissen, dass du mit dieser live gegangen bist. Also, ich finde nicht, dass sie ist, nur weil sie ihren Stream macht, wie sie macht, auf Kawaii, auf so Anime-Style. Ich finde nicht, dass sie jetzt deswegen so, also du versuchst doch politisch korrekt dazustehen und mit Shirin David auf der Bühne zu sagen, dass du so voll eine mutige Frau bist, die anderen Frauen gönnt, aber so schreibt eure liebe Anis über diese Vanille irgendwas, die mit Maskil immer streamt. Die Kommentare werden es wahrscheinlich liegen. Hast du komplett reingeschissen? Was steht dir? Lies es vor. Lies einfach du vor. Hast du komplett reingeschissen, dass du mit dieser Hure live gegangen bist. Wallah, alleine wie du über sie redest und sagst, sie würdest du spenden. Wallah, bist du ein Bastard. Weil ich gesagt habe, ich werde ihr Geld spenden, weil sie nett war. Ja, ich komme nirgendwo hin, morgen fahr zur Hölle, du Hund. Und wer ist das hier? Wallah, damit hast du komplett reingeschissen. Und wisst ihr, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Das war das Treffen, wo San Diego mich eingeladen hat. Mit Anis. Und ich meinte, ich will mit Kindern auch kommen. Aber die meinten, bring Kinder weg und komm nur mit Anis. Also, Mama. Baby Guru schreibt, diese Anis hatte auch safe einen in der Klatsche. Also, wenn du nach der Beziehung mit diesem Typen, nach dem Kotelett, den er dir jeden Tag vollquatscht, nach dieser Reiserei durch ganz Deutschland mit 8 Wohnungen verlassen, mit 17.000 YouTube-Accounts und alles, ne, nicht einer in der Klatsche bekommst, ne, dann, ja, dann bist du echt Superman. Also safe brauchen die eine Therapie. Sie hat ja selber gesagt in der Nachricht vorhin, ich suche einen Therapeuten auf Ernst. Ich glaube, dass die wirklich einfach auch ein Up und Down hatten. Ein ganz komplettes, toxisches Hin und Her, ein Tauziehen. Das ist ja mal sicher.
meinten nicht die, sondern Anis meinte das. Dima meinte angeblich nur, komm du zu mir. Anis meinte, dürfte ich wohl auch mitkommen. Ich gehe dann zu meiner Cousine. Und ich meinte, okay, kann ich Kinder mitnehmen, weil ich will nicht nur wegen einer Nutzer irgendwo wegschicken für 2 Tage. Aber sie meinte, lass es uns unbedingt tun. Und kurz bevor hat sie geschrieben, ich soll mich ins Knie ficken. Okay. Und dann langsam meine Sachen packen, schreibt sie, auch im Keller, alles im Umzugskartons. Er schreibt, Anis, das Haus ist nicht gescheitert. Bitte chill doch. Bitte, wenn das scheitert, mach, was du willst, wenn das Haus scheitert. Ich habe mich so auf meinen BMW gefreut, dass es meinerseits klappt. Dann sehe ich, die 15.000 Anzahlungen sind ja gar nicht da. Wallahi, glaub mir, das klappt. Beziehungsweise sind nicht möglich. Mit mir schreibt sie, dass ich ein bin, nur weil ich mit ihr in einem Livestream war. So eine Person war sie halt. Bitte schau einfach wegen der gottverdammten Autovermietung. Ja, ich schaue den ganzen Tag. Sonst borge ich mir Geld von meiner Mutter und mach das selber. Ja, ich kläre das, bitte chill. Walla, ich kläre das. Und walla, werde ich dich keine Sekunde fahren. Halt dich einfach fern von mir, verstanden. Rede mit mir das Nötigste und lass mich. Was ist das Problem? Du sagst, sie will mir jetzt erzählen, dass ich ein Neandertaler bin und so, weil ich mit Mädchen gestreamt habe. Aber so ein Neandertaler, der psychisch krank ist, ist eigentlich eure liebe Peter. Ja, also man muss sagen, die sind ja schon nicht mehr zusammen hier, ne? Also sie, aus ihrer Sicht sind die ja nicht mehr zusammen, weil rede mit mir nur noch das Nötigste, ich fahre dich nicht mehr rum, mach dieses Auto klar, nerv mich nicht, das ist ja nur noch Hass. Raska, ja, weil ich... Naja, ich weiß, teilweise. Ich dachte so, boah, ich bin ein Macher, wenn ich irgendwo mit einem Mädchen rede, ich bin trotzdem der krasseste Mann, den sie je in ihrem Leben hatte. Nicht, weil ich sie jetzt f***e, Bruder. Wieso bist du eifersüchtig, du kleine... Keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie so, schwarz auf weiß. Und ich bin ein Bastard. Ja, also dass sie so ausgeflippt ist, ich habe keine Ahnung, ich habe den Stream nicht gesehen mit diesem Mädchen. Wir wissen nicht, wie er da geredet hat, ob er da geflirtet hat, ob da noch was vorher war, ob da eine Story gibt mit dieser Frau. Also das müssen wir sagen, das wissen wir jetzt einfach auch wirklich nicht. Ja, keine Ahnung. Aber dass die so ausflippt. Da wird ja mehr gewesen sein als nur eine wohltätige Spende, oder? Aber am Ende ja, es ist egal, ja. Deswegen. Okay. Sie kommt nirgendwo hin morgen, ich soll zur Hölle fahren, ich bin ein Hund. Obwohl ich mache, was ich mache, Bruder, warum schreibst du mit mir so? Warum schreibst du mit mir so? Okay. Und das war am 16. Juni noch immer. Alles diese Chats noch immer 16. Juni. Ich muss zu Hause bleiben, sage ich Ihnen, weil meine Frau ist das. Nee, das war letztes Jahr im März. Ob die da schon getrennt waren, 100% weiß ich jetzt nicht. Das ist ja nur Vermutung von mir. Und warum die sich dann trotzdem aufregt, wie gesagt, ich schätze, das war so ein krasses Tauziehen, die Beziehung, die dann jetzt mit einem Boom geendet ist sozusagen. Aber ey, Alter, weiß ich ja, ich weiß ja auch nicht jeden Punkt. Das ist nur, was sie sagen. Währenddem, das ist die Rechnung für die... Okay. Amar schreibt, nee, die haben sich im Dezember getrennt. Okay, dann ist es ja... Adam, hilf mir mal mit der Chronologie. Also wenn die sich im Dezember letztes Jahr getrennt haben, dann ist es ja noch okay, in Anführungszeichen okay, dass sie sich da so abfuckt im März, Mai, wann das war, mit diesem Stream, oder? Dass sie dann sagt, okay, das war, jetzt reicht es mir aber hier. Ja, Adam schreibt, im Dezember ist sie endgültig geflüchtet. Mhm. Stimmt, da hat ihre Cousine gepackt, die Sachen genommen und ist dann mit den Kindern zu ihr geflüchtet, ne? Sie meinen Kopf hat, okay? 45.000 Euro habe ich für ihren Bruder gezahlt. Ja, was mich stutzig macht, ist, dass er nicht ein einziges Mal in den 1000 Videos, die er bis jetzt gemacht hat, einen Millimeter einen Fehler eingesehen hat. Also auch nicht einen. Nicht so, der wirft dir halt alles vor, aber er sagt nicht ein einziges Mal, ja, da habe ich die, würde halt helfen. Für die Glaubwürdigkeit, dass er auch mal irgendeinen Fehler einsieht. Das kommt noch im Laufe der... Ja, ich denke auch, die ist im Dezember dann endgültig geflüchtet und davor wird wahrscheinlich so eine toxische On-Off-Geschichte gewesen sein, so Dings, ja. Ja, ich habe gerade auch gesehen, RZOO, an wen ist das Geld gegangen? Da steht so ein bisschen so... Rosy. ...des Videos. Die Halle hat mein scheiß Leben genommen, sagt sie. Die haben nie, also wir schneiden jetzt einfach da, das hat ein bisschen ihren Charakter gezeigt, wir schneiden ab jetzt weiter, okay? So, das ist jetzt so ein paar Tage später, ihr erfahrt jetzt wann.
Da steht, die Halle hat ihr scheiß Leben. Also ich habe die Halle schon gezahlt, Bro. Die Hochzeitshalle für ihren Bruder wird. Die Halle hat mein scheiß Leben genommen, Boller. Die haben nicht einmal ein Waschbecken. Die werden das Essen fürs Kochen aus Toilette holen müssen. Jetzt heißt es, sie haben keine Soundanlage, keine Musik, Abspiel, nichts möglich. Boller, diese Halle, fucking Geld aufs Fenster geschmissen. Für fucking was? Die töten mich hier noch. Wir reden noch immer darüber, weil sie wollte, dass ich das 6 Wochen früher abzahle. Und nicht 2 Wochen davor. Bruder, ich habe nicht so viel Geld gehabt. Es tut mir leid, es hat 60.000 Euro gekostet. Und sie regt sich jetzt gerade auf wie so eine Tusse. Wir haben nicht mal ein Waschbecken. Wir werden aus Essen, das Essen fürs Kochen aus Toiletten holen müssen. Jetzt heißt es, sie haben keine Soundanlage, keine Musik abspielen, nichts möglich. Diese Halle. Fucking Geld aus kein Fenster geschmissen. Für fucking was? Die töten mich. Sie tut so, als ob sie das Geld verdient hätte. Und will noch meine Karriere gerade beenden. Sehr stark. Das sind Frauen 2024. Schreibt sie nochmal, obwohl sie eine Frau ist und Tschetschenerin und eine Muslima und sich jetzt wie ein Gänseblümchen darstellt. Diese Saal sagt, wir haben kein Besteck und Teller. Die Tische sind fucking ja, leer. Aber Bruder, erstmal Real Talk. Saal sagt, wir haben kein. Das ist ja eine private Nachricht an ihren Ehemann. Also, das ist schon super irrelevanter Bullshit. Ja, aber okay, ja. Sagt, wir haben kein Besteck und Teller. Ja, die fuckt sich halt ab, dass dieser Saal, obwohl man so viel Geld bezahlt hat, voll viele Sachen nicht hat und ihr Bruder muss da jetzt heiraten, dies, das, aber fuckt man sich halt ab. Also, ja. Ja, also, ich muss sagen, also, keine Ahnung. Kein Besteck und Teller. Die Tische sind fucking leer. Ich schwöre bei Allah. Also, nur, dass ihr wisst, sie hat sich auch schon geäußert, das gucken wir uns gleich an. Über Allah, ich spuck denen dort allen ins Gesicht, nicht mal beschissene Teller. Ich spuck denen dort allen ins Gesicht, nicht mal beschissene. Ich will mich ein bisschen um dich kümmern. Beschissene Teller. Bro, ich habe 60.000 Euro für diese Halle gezahlt, fast. Was willst du von mir? Ich weiß es nicht. Du willst aber jetzt, dass man mich mit einer Hackerin, mit. Ja, ich meine, also, ich verstehe aber nicht, was will er jetzt damit sagen. Sie hat sich jetzt über diesen Saal so komplett ausgelassen. Was will er uns aber jetzt damit sagen? So, also ja, dass sie sich nicht so benehmen kann, dass sie keine fromme Muslima ist. Also was will er uns damit sagen? Das ist doch völlig irrelevant. Also, oder so eine Undankbarkeit. Ich meine, sie hat doch nicht ihn angesaugt. Sie beschwert sich über die Halle bei ihrem Mann sozusagen, oder? Ich meine, ja, du zeigst vielleicht damit, dass sie so ekelhaft Sprache hat oder so, dass sie auch mal an die Decke geht und sauer sein kann oder was. Ich weiß hier nicht ganz genau, worauf er hinaus will. Interpol, mit KGB, mit Bruder, Hotelrezeptionisten, die Bescheid wissen, dass ich eingecheckt bin, in Utrecht. Was geht hier ab? 60.000 und kein Teller. Auch schwierig. Auszug in dem Bankauszug war aber nur 30.000. Er sagt die ganze 60.000. Keine Ahnung. Er will so ein bisschen undankbar vielleicht darstellen und so. Kann sein, ja. Achso, hast du die Location direkt gefunden? Krass. Also es geht um die Location, ja. Da kostet pro Person 85 Euro. Schöne Location, ja. Sure. Hier, 85 Euro pro Person. Steht hier rechts. Und da ist dann auch alles dabei. Teller, Meller. Also 85 Euro all in. Mit Essen, Trinken diesmal. Schön, ja. Lass da auch mal heiraten. Nachdem ich die ganze Scheiße mir angeguckt habe. Ja, er will sie so ein bisschen halt, er will halt versuchen mit allen Mitteln, sie jetzt irgendwie schlecht zu reden, schlecht zu machen und mäßig, keine Ahnung. Bis ich da wieder reinkomme. Es kommt mir so vor, als ob die lachen, weil ich das sage. Bruder, ich schreibe ihr dann, nachdem sie mich anschreibt, statt zu sagen, hol schnell Plastikbesteck oder nimm von zu Hause. Was soll ich dir auch sagen, Bruder, Alter? Ich habe dir gerade 60.000 Euro gezahlt und erwartet, dass du wenigstens dankbar bist und nur 60.000 Euro. Sie schreibt mir da drauf, Wallahi, du bist krank. Wallah, du hast meine Mutter tot, blamiert tot. Also ich habe deine Mutter in eine 60.000 Euro Halle. Da muss alles aus Gold sein, Beste. Tot, blamiert. Ja, aber warte mal. Also ich habe deine Mutter in einer. Das ist aber interessant. Ich meine, also guck mal, das ist jetzt wirklich so ein. Super schwer jetzt irgendwie. Naja. Also die ist halt so voll die sind sich so am Angreifen. Das ist halt voll die toxische Beziehung hier. Das ist ja nicht mehr, hey Schatz,
Ey, du glaubst es nicht. Ich bin hier und die haben das nicht. Hey, pass auf, ich rufe nochmal den Veranstalter an hier. Ich habe doch das bezahlt. Ich rufe da jetzt mal an für dich. Nein, nein, du bist doch im Stress. Ich mache das schon. Ich bin vor Ort. Ich wollte dich nur darüber. Das ist hier nicht der Talk. Hier, die, auf diese Art und Weise, diese Beziehung ist ja schon voll im Eimer. So, weißt du? Man muss sagen, Walla, du bist krank, Walla, du hast meine Mutter tot blamiert. Wie viel hast du eigentlich bezahlt? Also, oder wie viel hast du bezahlt? Irgendwie habe ich so mini das Gefühl, dass sie einfach nicht vertraut. Also, dass sie ihm nicht vertraut, dass er bezahlt hat. Das war ja schon vorhin so. Also, leere Versprechen und Lügen hat sie ihm vorgeworfen. Vielleicht denkt sie jetzt, und vielleicht die Beziehung ist so im Arsch, dass sie sich halt null mehr vertrauen. Ja, ich weiß aber auch nicht mehr. Ja, ich bin der Typ, der, das war interessant. Oktari schreibt, ey, ich meine das nicht böse, aber woher kennt man dich nochmal? Du kommst mir so bekannt vor. Bin gerade nicht so in der Bubble. Ich bin der Typ, der einen Dürüm gegessen hat, in Badewanne damit auf TikTok viral gegangen ist. Das war mal eine Mutprobe. In dem Dürüm war auch Schaf drin. Und dann bin ich viral gegangen bis hin, jetzt bin ich bekannt irgendwie und jetzt versuche ich halt daraus irgendwie. Ich mache Gaming-Content zum Beispiel, Minecraft und so, bin halt süß. Eine 60.000 Euro Halle. Da muss alles aus Gold sein. Sie schreibt, habt ihr das noch gesehen? Jetzt sie doch. Schreibt, du hast uns blamiert, hast du eigentlich bezahlt, zeig mir die Rechnung. Das ist eigentlich auch interessant so. Also ich habe deine Mutter in eine 60. Die vertraut dem null. Guck mal, hier steht, zeig. Oh, hier, deswegen könnt ihr das nicht sehen, sorry. Guck mal, seht ihr das? Zeig deine Rechnung. Was meint ihr? Also die vertraut sich halt null mehr, ne? Wahrscheinlich hat er schon so oft gelogen, dass sie sagt, zeig deine Rechnung. Also wenn ich für meine Freundin für 60.000 für ihre Familie was zahle, dann erwarte ich natürlich auch eine gewisse Dankbarkeit und Glück und glücklich sein und ey, Mann, ne, mach ein bisschen und so, ne, mal ein bisschen fühlen. Wenn die mir dann sagt, zeig mal die Rechnung, Digga, was? Das wäre für mich so ekelhafter Diss, ne? Wirklich, Scheidungspapiere. Aber das scheint bei denen ja voll normal zu sein, so ein Talk. Stell dir mal vor, jemand zahlt für dich so eine Summe oder dein Ehepartner und du sagst, zeig mal Rechnung, du hast uns blamiert. Also, das kommt nicht von ungefähr. Sowas sagst du, wenn du schon gewöhnt bist, diese Sprache zu sprechen mit jemandem. Das heißt, alles ist im Arsch zwischen denen. Ja, also ja ich meine, ich will jetzt nicht, weil mir die Leute, also im Chat sind ein paar Leute, die haben jetzt gerade so ein bisschen angefangen, ja, sie ist auch schlimm und sie ist schlimm und Ruth, warum redest du die gut? Hey Mann, die ist nicht meine Schwester oder was, ich will die nicht gut reden, ich versuche die Sache mir anzugucken und ich vertraue ihm halt null, er ist doch, Bruder, wir haben jetzt ein Video geguckt, eine Stunde, er hat schon 75.000 Mal gelogen und seine eigene Mutter als H-Punkt beleidigt, yo. Hier ist nochmal die Rechnung. Da könnte man jetzt durchgehen und gucken, was ist eigentlich bezahlt. Und wenn man genau hinguckt, ist zum Beispiel, Essen war tatsächlich nicht dabei. Ja, Toni, das stimmt, da hast du recht. Toni schreibt, das ist keine Rechnung, das ist erstmal nur ein Angebot. Hast recht, aber im Angebot sieht man auch das Essen. Hier steht irgendwas, Strompauschale, Erniedrigungsentschuldigung, Erdreinigung, WC 2000. Das 2000, 1000 für das, Bestuhlung 160 das, meine Kette hat sich gebürnt und ja, 9720 wäre das, Gesamtkosten übrigens 50.000, aber egal, ja, genau, die Rechnung heißt natürlich noch nicht bezahlt, das hier ist erstmal einfach nur wahrscheinlich ein Angebot, der oben steht ja auch ihr Angebot, so, ne, so, keine Ahnung, ja, also mir zeigt das auf jeden Fall, immer mehr, dass die wirklich gar keinen Respekt mehr voreinander haben, gar nicht mehr miteinander vernünftig kommunizieren können. Und ja, das ist auf jeden Fall der Psychosentalk hier. Ja, Tien, das meine ich aber. Tien Dogmom. Was hast du für einen Hund? Er lügt seit Monaten, Spendengelder hinterzogen, dies, das. Alles wurde erwiesen, dass oftmals getürkt war und gefaked war. Warum beschützen die Leute ihn jetzt hier bei diesem Talk? Keine Ahnung. 60.000 Euro Halle? Da muss alles aus Gold sein, wer steckt? Tot blamiert. Wie viel hast du bezahlt? Zeig deine Rechnung, sagt sie. Einer auf die Halle ist nicht krass.
Jeder in Wien kennt die Eventpyramide. Und ihr wisst, wie der Halle ist. Und so schreibt dieser. Das heißt, selbst wenn ihr der sowas gekauft hättet, sie wäre so. Ich sag, ich fahre seit 12 Stunden wie ein Hund zu dir für deinen Respekt dahin. Obwohl du nicht mehr bei mir bist und seit 3 Monaten in Wien bist wieder. Sie war zwischendurch immer wieder weg und jetzt weiß ich beim Fremdbumsen. Ich blockiere dich gleich, verschwinde sofort, du Hund, schreibt sie mir. Ich habe ihr gerade. Ey, diese Vögel im Hintergrund. Ich blockiere dich gleich, verschwinde aus meinem Leben, du Hund. Also, weiß nicht, ob man noch mit so einer Frau zusammenbleiben will überhaupt. Die Vögel gleich so. Die Halle für ihren Bruder bezahlt, das schreibt sie mir. Du sagst, tauch da nicht auf, bist du dumm, rede nicht so mit mir. Es reicht, ich muss in Ruhe ankommen. Bitte. Boah, das ist aber heavy, Alter, einfach. Guck mal. Du sagst, tauch da nicht auf, bist du dumm, rede nicht so mit mir. Es reicht. Ich blockiere dich gleich, verschwinde sofort, du Hund. Bruder. Ja, aber jetzt an die Männer vielleicht im Chat. Würdet ihr noch mit einer Frau zusammenbleiben, wenn die so mit dir redet? Also ich auf keinen Fall mehr. Auf gar keinen Fall bleibe ich mit einer Frau zusammen, die das sagt zu mir. Weil das ist ja jeglicher Respekt verloren. Vielleicht meint die so Hund Chico-mäßig, so auf süß. Oh, du bist so ein Hund wie Chico, voll süß. Nein, aber es ist einfach zu Ende, Bruder. Wenn du in einer Beziehung bei dieser Sprache angekommen bist, dann ist es zu Ende, Mann. Dann muss man es einsehen, sich hinsetzen und das Ding ganz easy beenden. Weiß ich nicht, Alter. Sowohl sie, auch er, wie die miteinander reden, das hat doch gar keinen Sinn mehr. Ich muss in Ruhe ankommen, bitte. Du sagst, tauch da nicht auf, bist du dumm, rede nicht so mit mir. Wallah, es reicht. Ich muss in Ruhe normal ankommen. Nachdem ich sie bezahlt habe. Sie schreibt, ich warne dich ein letztes Mal, verschwinde. Ich drehe gleich durch. Ich drehe gleich. Ja, oh mein Gott, Alter. Adam, von wann ist das? Durch. Ich bin der Psychopath. Also. Ja, also Mai 2023 ist das. Man muss dazu sagen, dass sie in ihrem Statement gesagt hat, dass sie am Ende ihrer Beziehung nur noch ihn beleidigen wollte, ihn dazu bringen wollte, Schluss zu machen. Sie ist aufs Äußerste gegangen. Das hat sie im eigenen Statement auch gesagt. Macht es jetzt nicht schöner? Aber ich will nur sagen, das war wahrscheinlich auch ihr Plan. Dass der einfach sagt, ey, Alter, wie redet ihr mit mir? Ich mach Schluss. Das war ja ihr Plan, so hat sie ja gesagt. Dass sie irgendwie den loswerden wollte. Und dass offensichtlich Schluss machen nicht gereicht hat. Dass sie dann gesagt hat, ey, ich beleidige den, ich behandle den wie Dreck, damit der halt Schluss macht mit mir. Das hat sie direkt zugegeben eigentlich. Wie gesagt, ist eh nicht schön. Bruder, ganz ehrlich, wenn du auf diesem Level angekommen bist, warum willst du überhaupt noch mit jemandem zusammenbleiben? Von beiden Seiten her so. Ja. Also ich lese das mal vor, Pippa, auch wenn ich das nicht so geil finde, wie du mit mir schreibst, weil du verstehst das einfach nicht. Bruder, für wen hältst du mich, dass ich hier irgendwas nicht verstehe? Das geht doch netter. Also, Pepper schreibt, wenn dein Partner ein Narzisst ist, dann gehst du nicht einfach, weil er dich im Laufe der Zeit so manipuliert hat, dass du irgendwann den Bezug zur Realität verlierst und den Bezug zu allem verlierst, man so eigentlich nicht mit jemandem reden kann. Also man gewöhnt sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre an die Sprache. Und ich habe das selbst 9 Jahre erlebt, das kann man niemandem erklären, man muss es selbst erlebt haben. Tatsächlich, habe ich so etwas schon ein paar Mal in ein paar Videos gesagt, dass sich so etwas mit so millimeterweise vorgeht. Gerade bei dunklen Narzissten ist das so. Ne, ich habe immer gesagt, erst Lovebombing, dann Manipulation, bla. Das hat er ja auch nicht nur mit ihr gemacht, sondern auch mit dem ganzen Keller. Aber ja, wie das da jetzt gelaufen ist, diesmal, die brauchen ein paar Jahre Therapie einfach jeder. Excuse me. Ja, also ich sehe das auch so. Ja. Deswegen wollte mich, weil meine Musik krass ist. Weil ich dich nur genommen habe, um einen Song zu promoten, den ich krass finde. Weil ich dich damit verarbeitet. Deswegen wollte mich, weil euer Plan nicht aufgeht und weil ihr meine Kinder irgendwie opfern wollt mit Sinanjis. Was ist mit euch los? Also er sagt, weil ihr meine Kinder opfern wollt mit Sinanjis und so die ganze Zeit. Also ich meine... Also wenn du daran nicht merkst, dass er einfach völlig Banane ist,
Der ist. Deswegen, das macht es für mich auch schwer, dem ein Wort zu glauben. Der lügt einfach die ganze Zeit durch. Der manipuliert diese junge Dame, die mit ihm ist. Ey, wäre voll krass, wenn du den Hut holst. Der Arme, echt. Der ist so durch. Was ist los? Warte, das. Was ist los? Müsst du schnell machen. Du sagst auch da nicht auf, das war 24. Juni. Das alles war schnell, nachdem sie bei Sani statt. Versteht ihr das? Ich war ja hier so auf dem Weg zu ihr. Und meinte, lass uns bitte in Ruhe, du Pederast. Dann hat sie irgendwann geschrieben, sie vermisst so. Ihr wollt mich opfern, obwohl meine Musik voll krass ist? Deine Musik, Bruder, deine Musik ist, man sagt, Müll einfach. Nicht Musik. Ein gemeinsames Zuhause nach der Hochzeit, weil ich ein absoluter Baller war und wieder Geld hatte. Ich hatte wieder Geld, sie hat gesehen, ah okay, der konnte das doch noch zahlen. Ich komme jetzt nach 3 Monaten Fremdficken aus Wien zurück, weil er 60.000 Euro gezahlt hat und ich ihn trotzdem so behandelt habe, weil andere Tschetschener in der Hochzeit gesagt haben, was ein Scheißmacher und er aussah wie ein Super Saiyajin. Das heißt, sie ist mir da schon fremd gegangen, 12.000 Mal und dachte, egal, ich saug den noch mal mehr aus. Dann schreibt sie mir, obwohl sie so geschrieben hat, sie vermisst so ein gemeinsames Zuhause mit mir. Dieses heimische mit uns vier. Will wirklich zurück. Um 22.54 Uhr. Ich denke mir, okay. Am 27. Juni. Also sie beleidigt mich als am 26. Das ist halt ihr Charakter. Also man muss echt sagen, die sind schon, ja, es hat so was Stockholmiges auf jeden Fall. Wenn ich jetzt, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass er das nicht manipuliert hat, die Screens. Danach sagt sie, weil ich jedem da auch Geld gegeben habe auf Hochzeit. Danke, dass. Ja, alles ist auf jeden Fall, das ist schon sehr crazy alles. Dass du uns so süß empfangen hast. Danke, dass du uns so süß empfangen hast. Alem, what the fuck, wieso ist Netflix von deinen Brüdern abgemeldet? Hallo. Dann er schreibt. Weil ich kein anderes hatte und auf meinem Handy dieses ist, hab halt selber eingegeben. Bullshit, Alem, what the fuck? Ja, das ist nicht von meinen Brüdern. Wallahi, what the fuck? WTF. Fast Alem, what the fuck, wieso ist... Und also danach sagt sie, also so ein Psychopath ist sie, 20 Minuten später, sagt sie, weil sie gesehen hat, ich war eingeloggt in meinem Fernseher mit Abos Netflix, das war's, mehr nicht. Ich hatte keinen Kontakt zu denen, weil sie die nicht mag. Und gesagt hat, sie verlässt mich, wenn ich mit denen nie wieder irgendwas. Aber ich habe nicht wegen denen, sondern weil Abo mich verkauft hat für Klicks. Das erkläre ich euch später im morgigen Video. Und ich habe halt ein paar Minuten nicht geantwortet. Wirklich 24 oder so. Wieso ist Netflix von deinen Bildern angemeldet? Hallo? Ich schwöre bei Gott, ich gucke mir das 1,5 Stunden Video an. Er zeigt mir so, Hochzeitssaal, hier sind keine Teller. Netflix, warum bist du nicht angemeldet? Ey, Alter. Als nächstes muss ich mir so eine Dia-Show von deren letzten Urlaub angucken. Ey. Ich bin auch so am Ende eigentlich. Ich brauche jetzt Therapie, ich schwöre auf alles. Nicht so, weil ich kein anderes. Bruder, nur weil der Typ mit Trennung nicht klarkommt, müssen wir uns hier eine Dia-Show angucken von deren Hochzeit gleich. Oh Mann, Alter. Das hatte. Und auf mein Handy nur dieses ist. Hab's halt selber eingegeben. Sie so, in diesen Passwörtern und so. Sie schreibt Bullshit allem, what the fuck. Das ist nicht von meinen Brüdern, what the fuck. Ich habe halt für meine Brüder auch in meinem Profil stehen, aber ich habe für die auch korrekt auch aufgenommen. Hier, ich habe ihnen dann gezeigt, so, das habe ich ihr gezeigt. Und sie schreibt über meine Brüder, obwohl sie angeblich korrekt zueinander waren zu der Zeit, die haben damals wie nichts Nutzerpassworte geändert, um mich rauszuschmeißen, diese Wallahi, und du kommst damit jetzt her. Die hat das immer erzählt, aber ich weiß von nichts. Und Abo hat auch vieles erzählt, aber sind alles eigentlich beides Nutten. Auch Malik schmeißt mir dazu auch eine Nutte. Ja. Wir haben doch selber einen verdammten Account, sagt sie da drauf. Wieso fragst du mich nicht? What the fuck? Das hat meine... Die haben damals wie nichts Nutze Passwort geändert, um mich rauszuschmeißen. Diese... Wallahi, und du kommst damit jetzt her. Und du kommst damit jetzt her. Laune Scheiß zerstört. Wir haben doch selber einen verdammten beschissener Fluch. Also, ich habe ihr 50.000 Euro Hochzeit bezahlt. Ach du Scheiß, wegen 10 Euro Abo, diese
Ach Gott. Digga, was ist hier los eigentlich, Alter? Bruder, Alter. Auf der Hochzeit noch 10.000 Euro verteilt und war 20 Stunden am Fahren und habe jeden gut behandelt und sogar Tische abgeräumt. Und innerhalb von 30 Minuten ist sie von Danke, dass du uns gut behandelt hast, auf Du hast meine Laune zerstört. Und so ein Hure ist sie. Und ich war einfach nur ein gutherziger Mensch, mehr nicht. Ich habe Du warst ein perfekter Mensch. Du bist ein gutherziger, du bist der beste Mensch. Mann, Buddy. Ey, Alter. Wie kann es dann sein, dass die letzten 3-4 Jahre, egal in welcher Stadt du eine Location gemacht hast, mit wem auch immer du zusammengearbeitet hast, alle weg sind und alle Videos gemacht haben mit der Wahrheit über Mois, zuletzt dann halt Dortmund. Was ist denn damit alles so, weißt du? Als ob du gar keine Fehler gemacht hättest, so immer die ganze Zeit. Ja, ich war doch nur perfekt, ich war nur der beste Ehemann der Welt. Auf jeden Fall voll die Split-Ehe. Fernseher eingeschaltet und habe einfach Netflix von meinem Handy eingegeben. Sobald ich glücklich bin, kommt dieser in mein Leben, egal wie und woher. Also diese Prinzessin hat jetzt 100... Ja, das stimmt. Mimi schreibt etwas Interessantes. Sie hat ja gerade geschrieben, diese ne, zu seinen Brüdern. Also ich, bei Gott, ne. Wenn ich mir immer so vorstelle, eine Freundin von mir so eine Sprache drauf gehabt, aber würde mir schreiben, mein Bruder, der hat irgendwie, was? Also das liegt so fern, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber interessant, Mimi schreibt, dieses ganze, ich bin wie ein oder dieser, das ist seine Sprache und sie hat das einfach voll adaptiert. Also kann natürlich auch sein, dass sie selber so redet, aber er ist es ja so, dass er so, er ist ja halt so ein Psychomanipulator. Vielleicht hat die das so voll, diese Sprache übernommen. Ja, stimmt. Adam schreibt, man darf nicht vergessen, schreibt Adam, dass deren Wortschatz einfach auch so ist, dieses Hund ist bei den Standard so dieses, ich bin ein wenn ich den Müll rausbringe. Vorhin sagte er, ich äffe meine Mutter und so. Also ja, keine Ahnung. Ja. Vielleicht ist es auch alles gar nicht so wild, wie ich denke, wo ich immer sage, ey, bei so einer Sprache, Digga, wo ist der Respekt? Dann lass mal direkt Schluss machen. Vielleicht ist es einfach deren Language. Vielleicht ist es für die, ich weiß nicht. Alter. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass meine Ehefrau mit mir so redet, Alter. Weiß ich nicht. 1000 Euro bekommen und jetzt will sie das zunichte machen, indem sie meine Brüder als beleidigt. Genau so ist sie auch in ihr. Eigentlich hat die gerade gesagt. Social Media zurückgekommen, weil sie eine ist. Ja. Ich habe dann da drauf, weil ich langsam Antipathie entwickelt habe, gegen sie geschrieben, geh mir nicht auf Sack, als ob ich irgendwas passiert ist. Was habe ich dir getan? Wegen Netflix. Was? Hör auf zu beleidigen. Genau, wie gesagt, weil das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, Walla, wenn jemand so mit mir spricht, ich mit deine Mutter, dann schreibt sie, fahr zur Hölle, weil sie Angst bekommen hat. Ich schreibe, Walla, das ist... Fahr zur Hölle ist auch so krass. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Warum trennt er sich dann nicht von der, wenn er sagt, ey, warum redest du mit mir so? So wegen so einem Netflix-Account. Jetzt meine Brüder, ich zahle 60.000 oder 40 oder 54 oder 30. Warum sagt der dann nicht, ey Alter, guck mal, müssen wir reden. So, keine Ahnung. Hadid End! Passiert, schreibt sie. Sie hat bei mir. Das ist passiert, was meint ihr damit? Diese Menschen, allein deren Namen, bringen nur Wut in mir hervor. Okay. Auf so zu reden. Okay. Diese Menschen allein der. Wegen Ehre. Ihren Namen bringen nur Wut in mir. Dann habe ich sie blockiert, weil sie meine Brüder beleidigt. So habe ich sie geliebt. Und diese machen jetzt Content. Einfach so. 4 Stunden lang. Einfach so. Und darüber sehr stark ging es. Falls du sie aus einem Grund brauchst, irgendwas. Ich habe ihr Geld geschickt, obwohl sie weg war. Da hat sie mich quasi wieder verlassen. So. Sie kam nicht zurück, obwohl ich das bezahlt habe. So auf den. Und ich habe ihr trotzdem, obwohl wir zusammen sind, meine Kinder sehen will. Und die mir. Dieser hat so Paper 100 habe ich genommen. Ich lasse sie mit Uber fahren. Erzählt hat, sie muss noch wegen Hochzeit dort bei irgendeinem Menschen und helfen. Ja, da habe ich ihr trotzdem 300 Euro geschickt, 200 Euro geschickt, 100 für mich behalten, 200 für sie. Und jetzt will sie damit ihre Mutter Uber fahren lassen. Dankeschön. Ja, das weiß ich. Amar schreibt, wieso hat er denn schon immer die ganzen Screens gemacht? Ja, er meinte, er hätte so
Alarmsignale gerochen und hätte angefangen zu screen. Ich habe dafür mal. Ja, er hat auf jeden Fall einen Knacks auf Juden, ja. Das ist ja viel so. Ich weiß nicht, ob das einfach Gossendenken ist oder ob der real Rassist ist, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Das ist mir auch auf jeden Fall dämlich. Meine Mutter gefällt. Ich habe ihr dann Hoffnung gemacht und gesagt, würdest du zurückkommen, ich komme ins ein fettes Haus und bald haben wir inshallah ein fettes Projekt vielleicht. So. Sie sagt immer, dass sie ein Hurensohn bin, so auf den. Habe ich 2000 Mal gehört und nie was davon gesehen. Also er schreibt oben, es geht um 100 Millionen bei diesem Projekt. Sie schreibt, habe ich schon 2000 Mal gehört und nie davon was gesehen. Inshallah, viel Glück diesmal. Okay, jetzt verdienen ja so einfach, jeder verdient ja so einfach so 100 Millionen. Und wozu dieser Kommentar? Hilft er dir? Mann, du redest oft viel. Also, ich glaube, dieser Screenshot bringt einen tiefen Einblick echt in die Beziehung so. So, dieser Screenshot bringt, er kam wahrscheinlich echt jede Woche, wie er auch mit uns, ich bin einer der 5 besten Rapper und ich gehe jetzt auf die 1 und so. Ich mache jetzt hier ein Projekt, da sind 100 Millionen drin. Da hat sie sich auch wahrscheinlich gedacht, oh boah, oh mein Gott, Alter, da war so viel Scheiße. Ja, viel Glück, viel Glück. 100 Millionen, Bruder. Hätte der 1 Million nicht gereicht? Einfach, der ist ein Bubbler, ja. Tod ist der Bubbler. Sie sagt, ich halte nie mein Wort. Ich verstehe diesen Streit nicht. Sie hat gesagt, was sie wollte. Ich habe gesagt, Alhamdulillah. Also das ist schon noch mehr Monate, wo sie nicht mehr da ist. Bis dann. Und ich habe sie halt niemals juckt, was ich dir gebe, weil du nie dein Wort hältst, schreibt sie. Ich verstehe diesen Streit nicht. Hab gesagt, was ich wollte. Alhamdulillah, du kriegst eine Medaille. Dann bis dann, schreibt sie. Du hast es geschafft. Yalla, geh. Okay, bis später. Also dieser Vorwurf, du hältst dein Wort nicht, du redest viel, 100 Millionen, du lügst oder du, das kommt von ihr sehr, sehr oft. Ja. Ich glaube aber, das hat der Bruder ja auch gesagt, der Adam, das kenne ich ja selber auch, ja, dass der so ein krankhafter Lügner ist, das muss man schon sagen. Verblockiert, weil sie mir ab da dich am Sack ging und das war 11. Juli. Da so, weil sie mich immer beleidigt hat, ist das jetzt, da habe ich sie geblockt. Dann kam sie irgendwann zurück, nachdem sie diese 4 Wände wollte und ein bisschen Geld gefällt hat. Und ich habe ihr Waschmaschine. Ja, wenn wir hier durch sind, gucke ich die Storys. Noch 7 Minuten, ey. Mein Gott. Alles bringen lassen und sie hat mich angeschrien wie ein Nuron und gesagt, das fehlt noch. Dann habe ich jemanden geschrieben, den ich kenne und gesagt, hey Bro, das fehlt noch. Also so bemüht war ich als Ehemann eigentlich, keine Ahnung. So. Und habe ihr das auch immer geschickt und gesagt, kannst du die Jungs dann fragen wegen dem Ding. Dann hat sie mich irgendwann gefragt, weil es ja Shirin auf der Bühne war und so auch. Ja, Edasket schreibt, aber all diese Screenshots zeigen doch jetzt nicht, dass sie fremdgegangen ist oder beweisen es nicht. Er hat die ganze Zeit drumherum ohne Beweise. Er hat ja angekündigt, Beweise zu haben. Ja, diese Screenshots zeigen also allerhöchstens, dass sie ihn zu dem Zeit zumindest wirklich nur noch wie Dreck mit ihm geredet hat, Dreck behandelt hat und nur noch Scheiße mit ihm geredet hat. Und dass es wirklich nicht mehr schön ist, so am Ende sowas. Dass sie sich da nur noch angekeift haben und ja. Frauenrecht. Ja, er will sie natürlich damit diskreditieren, ist ja logisch. Klar, so tut, als ob ich sie schlecht behandle und so. Erstmal so eine Aufnahmen wie die hier habe ich immer für sie gebracht, so und immer an meine Frau gedacht. Man bekommt eigenen Platz. Also ja, sowas bei. Achso, ja. Und sie hatte ihr selber gesagt, dass ich für Frauen gut war, eigentlich so, wie mein sympathischer Kerl gewesen bin. Und eigentlich mögen mich Frauen, ich verstehe nicht, was ihr wollt, nur weil ich ein Mann bin. Hier hat sie mir gesagt, nur weil ich ein Mann gesagt, bin, dass sie ja auf ein Konzert will. Und das war zum ersten Mal für mich, okay, sie ist endgültig eine Schlampe. Okay, das war so, okay. Also weil sie auf ein Konzert will, ist sie endgültig eine Schlampe. Habe ich das richtig verstanden? Barillo, stark. Barello stark. Adam schreibt, ja, okay. Er hat von Netflix-Accounts Streit ein Screenshot. Er hat von diesem Sie will zu Shirin David Konzert ein Screenshot. Aber er hat kein Screenshot von wie sie dem San Diego geschrieben hat, ich will dir ein mein Mann f***t mich nicht mehr und diese Sachen, die er gesagt hatte und überhaupt von deren Schreiberei. Das wäre doch das Erste, was er raushauen würde. Das wäre doch das Erste normalerweise, was er zeigen würde. Theoretisch.
Hadid End, sie will ein Konzert, sie ist eine. Wenn sie ins Kino wollte, boah, dann wäre richtig Stress. Irgendwas ist da, aber möge Gott es nicht passieren lassen, weil sonst kriege ich Herzinfarkt oder werde Super Saiyan. Beides ist passiert. Auf jeden Fall hat sie gesagt, im November bekommt man einen eigenen Platz. Daraufhin. Hat er nicht. Was habe ich getan? Habe ich sie angespuckt? Nein. Ich habe schon David geschrieben und ihr ein bisschen und gesagt, kannst du ihr helfen? Und sie meinte, lass sie alleine kommen. Jetzt weiß ich, die sich und sie wollte mir dort einfach fremd gehen. Solche sind Shirin David und Anis. Hättet ihr das gedacht, beide? Nein, ne? Haidet an. Und heute habt ihr doch beide gezeigt, ne? Geil, ne? So geduldig bin ich, ihr. Darum habe ich einen Schwanz und ihr. Habe ich geschrieben, sorry, ich bin ihr Bodyguard. Ich würde auch niemals kommen. Wir machen das beide aus. Das hat er schon vorhin gezeigt. Sorry, weil ich ein Mann bin und keine. Ja, er ist auf jeden Fall sehr krasser Frauenversteher. Das Liebe, weil ich auch stolz habe. Köln, aber Oberhausen meinte sie, Abla. Spaß beiseite, wir freuen uns auch. Weil Bruder, ich will auch bei einem schönen David nicht blauen. Ich scheiße auf sie und ihre Kunst und was sie auch denkt und ich f*** auf sie. Sie macht aus Kleinkindern. Soll ich dir jetzt applaudieren? Wärst du wenigstens korrekt und hättest du bei mir nicht, wäre alles gut. Auf jeden Fall habe ich diese Kleine so behandelt, wie ich kann. Und Dashi Abi war halt ihr Friseur, von dem sie meinte, dass er scheiße ist. Der fahrt auch frisiert. Der hat mir eine Frisur für 150 gemacht, weil ich für ihn auch Videos gedreht habe. Also Kooperation, wo ich sogar noch on top zahlen musste. Es war ein sehr teurer Friseur eigentlich. So. Simultan immer, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So. Sie lässt immer wieder mir Wut raus. Ich habe gesagt, mir sind auch scheiß tausend Sachen passiert, lass bitte an mir keine Wut raus. Ich habe auch null Motivation. Sie sagt, ich erinnere dich einfach an alles. Ich meinte, es wird immer alles gut. Das war's. Sie hat mich trotzdem immer für Klicks ausgenutzt auf ihren TikTok während dem und auf Good Life und Good Family getan und so ihre Millionen Klicks gemacht. Und jetzt wollte sie bei einem anderen Rapper diese Millionen Klicks machen, erzählen, dieser Tschetschener, der eigentlich Moslem war, ist abgestürzt und ist ein Junkie, aber der nicht, der 20 Kilo wiegt. Und ich finde, der ist besser und so werde ich jetzt fame. So wollte sie sich das holen und so hat sie das auch einigermaßen auch geschafft zu tun. Muss man wirklich chapeauhaft sagen, trotzdem bist du eine Schlange. Und plötzlich schreibt mir Dima, dass ich Wochenende nicht zu ihm kommen soll und da habe ich Schock bekommen, weil es zu 100 Milliarden Prozent der Beweis ist, dass sie bei ihm gesagt hat. Er meint, obwohl ich zu ihm kommen wollte, ich soll nicht kommen. Ist irgendwas passiert? Und währenddem meint meine Frau, sie muss zu Cousinen fahren. Deshalb wollte ich ja zu Dima fahren und meine Frau hatte das so geplant, dass sie mit mir dahin fährt zu ihrer Cousine und ich zu Dima gehe und sie kennt Dima ja nicht, gar nicht. Versteht ihr so auf den? Sie hat nur gesagt, seid Freunde. Komm nicht zu mir. Ja, die sind fremdgegangen auf jeden Fall. Die haben Dreier gemacht. Der beste Beweis dafür. Dann schreibt Dima plötzlich, ihr könnt Wochenende auf keinen Fall kommen. Heute ist viel zu viel los. Auch behinderte Leute, die uns nie wieder in Ruhe lassen. Ich kann nirgendwo hinkommen. Ich kann irgendwo hinkommen, wo ihr wollt, aber hier ist komplett unmöglich, sagt er. Muss er nicht sagen, heute geht nicht, heute wird richtig sad. Weil ja, ich dann absagen will, dass sie nach Gütersloh fährt, weil es keinen Sinn ergibt, Bro. Wozu sollen wir extra wegen deiner Cousine nach Gütersloh fahren, wenn ich nicht ins Studio gehe? Ich dachte, ich mache einen Song fertig. Bro, bitte greif die Chance. Ja, geh morgen, Bro. Sag. Bro, bitte greif die Chance. Eigentlich verstehe ich das richtig, dass der Dima ihm noch empfiehlt, greif die Chance, so mäßig mit der Alten zu quatschen, mit seiner Frau klarzukommen. Also irgendwie scheint mir das eher da so, aber gut. Ist auch ein bisschen zu wenig Info alles. Noch 3 Minuten, Leute, dann haben wir es hinter uns. Bruder, das war echt Tobak hier. Hatte ich, wo sie meine Karriere zerstören wollen. Was eh geplant ist, dass Maestro und diese ganzen Pilarage zusammen diese ganze Scheiße bauen. Wo sie eh wahrscheinlich auch bei jedem geblowt hat. Hadid Andalus. Ich werde langsam meine Sachen packen, auch im Keller. Das haben wir ja schon alles gesehen. Ja, er hat wahrscheinlich so sehr manifestiert, dass sie mit ihm was hat, dass sie jetzt mit ihm was hat. Er schreibt dann, ich verstehe dich, aber das ist kein Spaß mit den Leuten hier. Ganz Bielefeld wird direkt erfahren. Dann kann ich das Studio wegschmeißen von ihm. Okay. Ich habe geschrieben, hast recht.
Wenn ich hinfahre, die zur Cousine geht, hat die 50 Quadratmeter Wohnung, will mit denen nicht chillen, voll unangenehm. Also ich habe gesagt, ich will nicht nur zu diesen Cousinen fahren. Wozu? Einfach in diese Dings. Ich würde nur dahin fahren, wenn ich auch Musik machen gehe. Was ja nichts mit meiner Frau zu tun hat, wo ich jetzt erfahre, dass sie dahin gefahren ist, um mit ihm zu haben. Sonst Kindermontag, Freitag, Kindergarten, sag ich. Weil sonst habe ich keine Zeit für dich zu nutzen. Komm nächstes Mal einfach, Bruder, hat dich vermisst auf einer Home. Das war's. Wir hatten uns halt einfach 6 Monate nicht gesehen. 3 Monate. Ja, ich verstehe. Wollte dir gerne zeigen, muss Anis sagen, geht nicht heute. Die wird richtig sad, AMK, gar keinen Bock. Ja, verstehe ich. Ist aber auch kein Spaß mit den Leuten hier. Ganz Bielefeld wird direkt erfahren. Dann kann ich das Studio wegschmeißen. Hör mal, verstehe ich das richtig, dass er sagt, wollte dir gestern zeigen, ich muss Anis sagen, geht nicht heute. Die wird aber richtig sad sein. Das heißt doch eher so, dass er sich sogar noch bei Dima mit seiner Frau so als Tool noch reingedingst. Er sagt, komm nicht. Er sagt, ja, aber ich bring doch meine Dings, jetzt muss ich es meiner Frau sagen. Die mag dich doch voll und so. Hadid, end. Das klingt sehr dayusig. Oder das klingt sehr dayusig. Ah, ich soll nicht kommen, jetzt muss ich aber meine Frau sagen. Und sie wird sad sein. Gar kein Bock. Ja, aber Bro, geht doch nicht. Ich verstehe das. Ist ja kein Spaß hier mit den Leuten. Ja, nee, der Sunny hat gar keinen Bock. Ich habe schon das Gefühl, er will, dass Sunny was macht. Nicht gesehen, keine Ahnung, wie lang. Und wir hatten uns ab und zu für Musik getroffen, weil wir ein Label sind und Songs machen wollten. Aber jetzt habe ich verstanden, die wollten nicht alle zusammen irgendwie. Und das war am 19. August. Sorry, Bro, geht hier echt nicht. Hab zu viel Geld in Renovierung, dies, das gesteckt. Hab keinen Bock, hier wegzuwerfen. Alles gut, kann ich verstehen. Ich habe gesagt, lass uns beide selber was machen, wenn wir da nicht hinfahren. Dann hat sie geschrieben, nein, das ist alles schon zu viel Aufwand. Egal, soll ich. Lass uns selber irgendwas machen. Nein, das heißt zu viel Aufwand. Wallah, ist alles scheißegal. Soll jeder tun, was er will. Bis später, ich sag allen ab. Okay. Jeder tun, was er will. Ah, okay, danke für die Zusammenfassung. Also, das hört sich logisch an. Er wollte da hinfahren, ins Studio und die Frau da mitnehmen mäßig und die geht dann zu ihrer Cousine da. Aber weil Sunny absagt, kann er diese Fahrt nicht machen oder hat keinen Bock, da hinzufahren. Weil er hätte ja auch sagen können, ey, der Sunny will nicht, Studio, aber lass uns trotzdem fahren, dann ist seine Cousine sehen. Kannst du auch scheiße für die. Jetzt ist sie abgefuckt. So, bla. Keine Ahnung, ey, Bruder. Er hat es auf jeden Fall geschafft, die letzte halbe Stunde mich komplett zu verwirren. So vielleicht auch die Taktik am Ende. Bis später. Ich sag allen ab. Und er schreibt, viel zu hot. Bewegen außerdem Kinder weglassen, ist voll behindert, wenn ihr die schon mitbringen müsst. Wir zusammen auf dieser Burg und sowas alles. Aber heute Katastrophe, wir kacken alle ab. Yunus auch. Also er meinte indirekt, komm das nächste Mal nur mit deiner Frau. Was auch nicht ist. Hier war das Geld, was ich immer verdient habe, um die ganze Scheiße abzuzahlen, was mein Leben geführt hat. Hier war die Rechnung, die ich dann bezahlt hatte. So mit Unterschrift und so, weil ich gefragt habe. Hier war dann mein Konto, was von diesem Geld auf null war, weil mein Leben nur eine Frau gekriegt hat. Hier war das Geld. Hier ist ein Bild von dem Geld, was ich immer verdient habe, den Chris auf den. Hier ist die Frau, die mich gekriegt hat. Live-Überweisung von 30.000 Euro von den 36 oder 39 für die Hochzeit und 9 bis 10 bin ich denen noch immer schuldig und verschuldet und gekriegt worden, weil ich sie jetzt nicht zahlen will. Weil Bruder für diese 9 bis 10 schulde ich dir noch, weil ich das nicht, aber ich werde das nicht zahlen. Hey, yo, Alter. Schon hart, Digga. Aber da bin ich das geworden. Ich habe mein Ding gemacht, ich habe einfach Lifestyle so durchgezogen, ist das. Und irgendwann hat sie halt auch angefangen zu posten, ist das hier ist. Und was danach passiert ist, wisst ihr ja, was trotzdem nur beweist, dass das einfach nur kleine sind, die einfach nur versuchen wollen, mein aufzuhalten, weil ich auf sie einfach kein gebe und mein Ding mache. Lasst mich bitte in Ruhe. Und wenn ihr mich physisch angreift, werde ich euch auch angreifen. Wenn ihr nochmal über meine Mutter redet, rede ich auch über eure. Oder wer hat ihn physisch angegriffen? Wenn ihr ab heute aufhört, höre ich auch auf. Mach einfach mein Content. Wenn ihr nicht aufhört, wenn ihr mich nochmal verhaften wollt, wenn ihr mich nochmal wollt, wenn ihr mir irgendwas noch auf den Hals hetzt, wenn ich jetzt wegen dieser Frau, von der sie mir erzählen will, dass ich krank bin, obwohl sie mein Leben wollte. Wenn ich wegen der irgendwas ein Haar von mir gekrümmt werde, werde ich bis zum Ende meiner Zeit Rache an euch nehmen. Aber nicht
nicht physisch. In meinen Videos. Als Spaß. Mit Witzen und Memes. Okay? Habt ihr jetzt verstanden? Ich habe immer Angst, dass er spuckt. Fragt mich nie wieder nach diesem Krass. Wenn ihr mich einmal angreift, greife ich dreimal zurück. Wenn er aufhört, höre ich auf. Verstanden? Man muss sagen, Gott sei Dank sind wir fertig mit dem. Das war echt lang. Munchaku schreibt, das mit dem Konto in der Auszahlung passt irgendwie nicht. Beim Kontoauszug steht 31.05., aber die Überweisung war erst 20.06. Da muss er also wieder gelogen haben. Also alles in allem war das eine sehr, sehr verwirrende Sache. Passt. Also man hat gesehen, wie dreckig die miteinander reden, wie ekelhaft auch sie mit ihm jetzt geredet hat. Nochmal dazu, sie hat in ihrem Statement ja auch gesagt, dass sie am Ende nur noch so eklig mit ihm geredet hat. Das hat sie ja auch schon selber gesagt. So großartige Beweislage war das jetzt nicht dafür, dass sie fremdgegangen wäre. Er wollte ja sie exposen. Aber ganz ehrlich, selbst wenn er jetzt einen miesen Screenshot hätte, dass sie fremdgegangen ist, dann hätte ich gesagt, okay, Schande, verwerflich. Trotzdem kannst du sie nicht kaputt machen. So ist sowieso klar. Ne? Ja, okay. Boah, oh mein Gott, warte, lass mich mal ganz kurz. Hadid End! We made it!